wieder, liebe Leute. Sind wir wieder zurück. Ja, wundern wir euch nicht, warum das zweite Freitraining so kurz, also das Training so kurz war. Ihr habt eh nicht viel verpasst. Ihr habt, glaube ich, relativ nur den Anfang verpasst. Das Training, weil es fehlt der Anfang, komplett der Anfang halt nur. Ist nicht weiter tragisch. Also nochmal, es könnte sein, dass es jetzt das letzte Qualifying überhaupt in FA 2020 wird. Wir müssten mal auf die Links gucken, auf die Ranglisten gucken. Hier. Aktueller Vorsprung 18 Punkte. Sprich, wir müssen 9 Punkte mehr unser Lewis Hamilton, dann haben wir 27 Vorsprung und sind Weltmeister. Sprich, wenn wir jetzt gewinnen, 26 Punkte holen, darf Lewis nur Dritter werden. Also muss man nur mal ein Auto dazwischen kommen. Dann würde das reichen. Ja, nur einfach dazu zu rechnen. Wir müssen Minimum, ich glaube, es könnte sogar sein, dass 8 Punkte reichen. Dass der Sieg mit einer schnellen Runde hier in Sochi reicht. Werden wir sehen. Gehen wir auf jeden Fall mal rein ins Qualifying. Los geht's. So, da sind wir wieder im Auto. Große Frage, wird es am Ende noch mal trocken? Oder bleibt das so? Es sind eh nur 20 Minuten. Ah, 18 sind es. Ja, es bleibt. Wenn wir trotzdem mit trocken fahren. Jetzt habe ich herausgefunden in den letzten Rennen, warum wir nicht auf dem Medium starten durften, obwohl wir die Strafe hatten und ganz hinten starten. Er zählt tatsächlich die schnellste Runde und der hätten wir auf Soft gesetzt, also ging es nicht anders. Nur, dass er da schon mal beschäftigt ist. Also, das wusste ich vorher nicht. Ich dachte, wenn negativ steht, kannst du auf Soft starten, hätten wir uns auf Soft qualifizieren müssen. Nur so nebenbei. Weil ich glaube, die gleiche Situation hat man nämlich jetzt mit Sebastian Vettel beim letzten Grand Prix in Österreich. Da hat er nämlich, glaube ich, auch die Streife, drei Plätze Strafe bekommen, wegen der Blockierung von Alonso. Er war ja eigentlich, glaube ich, 8er oder so. Ist dann auf 11 gelandet. Und musste dann auf Soft fahren, weil er die schnellste Runde auf Soft gesetzt hat und durfte nicht als Elfter frei reifen wählen. Und daher habe ich es dann irgendwie rausgefunden, nachdem ja, okay. Na gut. Wie dem auch sei, ich suche mir gerade das Setup raus. Ist, irgendwie ist es gerade jetzt ein bisschen davon gekommen. Russland 3. Da ist es, nehmen wir das mal mit. Kurz mal was mit dem Setup ändern. So, gehen wir raus. Engine fired. We're set. Da ich aber dann zwischendurch mal kurz in mein Brot beißen will, mache ich das Mikro immer mal aus, also nicht wundern. Und da es wieder so warm wird, oder warm ist, auch um die Uhrzeit noch, wir haben jetzt hier 22 Uhr irgendwas gerade. Ich glaube 20.50 Uhr knapp. Was ist jetzt los? Habe ich meinen Ventilator angemacht, das ist das, was jetzt von rechts ein bisschen an Luft rumkommt, was da so rauschen könnte. Der Ventilator rechts von mir stehen. So, ich lasse mal das Auto kurz hinter mir ziehen. Ich dachte, wäre schon längst vorbei gewesen. Okay, dann geht das Ding gerade auf mich. Weil ich war da aber noch irgendwann ausgegangen, dass der schon wieder drauf vorbei ist. Mhm. George Russell. Das war wieder keine Absicht. Ein kleines Missverständnis. Wenn ich da eine 45 Strafe bekommen würde, wäre sie gerechtfertigt. Kriege ich aber nicht. Okay.
gesagt, ich habe ihn eigentlich schon vor zwei Jahren mehr gesehen. Also nochmal. Und jetzt wollen wir jetzt zur Situation im Rennen. Sollte das, glaube ich, wenn ich glaube, wir sollten mal das Rennen gewinnen, sollte durch die höhere die Mehranzahl der Siege sollten wir vorne stehen. Sollten wir den WM-Titel heute klar machen. Also Sieg schnellste Runde im Rennen morgen. So, dadurch, dass der Williams jetzt in die Box geht, habe ich natürlich überholt. Und wir können jetzt mal auf eine schnelle Runde gehen. Da es durchregnen wird, können wir mit den Inters ja ein bisschen arbeiten. So. Zeit läuft. Wir wollen natürlich hier heute die Pole holen. Nicolas Latifi, jetzt 49. Also 48-0, Sergio Perez. Und Gasly knackt sie 1,47,9 im Alpha Tauri. Weil wir gerade im schnellsten Seitensektor unterwegs sind. Und da kommt die erste nehmende Zeit von Max Verstappen, 46,9. Der also mal eine Sekunde locker schneller fährt als Pierre Gasly. Ja, mal gucken. War das jetzt der erste Sektor und nicht der zweite? Was war jetzt der zweite? Der zählt als Violett, also sind wir schon als Max Verstappen. Was ist denn gefahren? 1,47,9 oder was? Ne, 48,9. Wir setzen unsere schnellste Runde. Können wir die mitnehmen? Ja. Fantastic. That was. Fahr hinter mir. Say that again. We're having trouble receiving. Fahr hinter mir. There's static over the radio. Say again. You're leading the pack. P1. Fahr hinter mir. Repeat that. There's interference. Fahr hinter mir. Couldn't receive that. Repeat the message. Okay, jetzt hab ich jetzt. Ich kann aber jetzt mit dem Ventilator zusammenhängen. Also nebenbei, dass es nicht versteht. Fahrer hinter mir. Say again, you're breaking up. Ich vermute, dass er durch den Ventilator das jetzt gerade nicht versteht. Verstappen ist behind you. Their best lap time is a 1:46.9. 2:46.9, also war jetzt eine halbe Sekunde schneller. Wobei ich jetzt versuche, die Zeit von mir noch mal ein bisschen zu verbessern. Vielleicht nochmal in 45er Zeit. Louis jetzt Zweiter. Weiter stehen. Zeitsektor 2. Ja, war 45,4 sogar. So, fahren wir die zurück. Lewis is behind you. Their best lap time is a 1:46.7. Ich denke, wir sind ein absoluter Favorit auf die Pole-Zeit heute hier, dieses Training oder dieses Wochenende in Russland zu dominieren. Machen wir das, sind wir Weltmeister. Dann kann uns Lewis nicht mehr schlagen. Aktueller Vorsprung sind 18 Punkte. Gewinnen wir hier, hole ich jetzt die Runde, sind es Minimum
sind es Minimum 26. Das sollte reichen, weil wir die Messi geholt haben. Sollte aber noch Verstappen zum Beispiel dazwischen kommen oder ein anderes Auto auf Platz 2. Am Ende. Es ist sowieso wurscht, es ist egal. Dann haben wir den Titel. Hier in Sochi schon Fake Fix. Und sollte das heute der Fall sein, werden wir das Rennen in Brasilien nächste Woche schon gar nicht mehr fahren. Weil dann steigen wir nämlich schon zum kommenden Rennwochenende rum auf das neue Spiel. Ich habe mir schon einen Termin klargemacht mit dem Supramatis zusammen, ein Kumpel von mir und ein treuer Abonnent und immer Siegart-Mitglied. ETA on this rain clearing up is about 10 minutes, so just keep your concentration out there. Der wird mir auf jeden Fall zusammen mit mir die Koop-Karriere fahren. Ob wir den Story-Mode nochmal Let's Playen, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Kann sein, dass ich den sage, ich mal Let's Play den noch. Aber ich weiß es doch nicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall gehen wir erstmal in den Koop-Modus. Und Fakt ist, dass es der Alpha Tauri sein wird. So, momentan Verstappen Dritter, der Ricciardo vor Leclerc. Left of this rain, then we think it's gonna dry up. 10 minutes. Ja, 10 Minuten noch, dann haben wir Regen zu Ende. Also bleiben sie mal eigentlich durch, da wird sich wahrscheinlich immer dramatisch viel ändern. Ja, du, den wir da kurz sehen. Quiet. Und George Russell. Also wir haben jetzt noch gut 6 Minuten. Ich kann mal ein, zwei Versuche, wenn wir noch fahren, so die nächsten 20 Minuten. Aber Max Verstappen, der versucht nochmal rauszufahren. So, dem schauen wir noch ein bisschen zu. Wie gesagt, wir werden noch ein bisschen, wenn Ferrari wahrscheinlich jetzt nochmal rausfahren müssen. Thank you.
So, geht's. 3 Minuten noch. Ah, 4 werden wir, wie gesagt, vielleicht wahrscheinlich nicht mehr fahren. So, okay, da fahren wir nochmal raus. Nochmal frischen Satz Reifen, um wirklich auf die Pole zu fahren. So. In erster Linie möchte ich dieses Rennen gewinnen. 2 Minuten 40 haben wir noch. Also wir kriegen noch eine schnelle Runde hin wahrscheinlich. Wenn sie passt, wenn sie gültig ist. Wenn sie gültig ist, ne? Das muss auch das Ziel sein. Sollte sie nicht gültig sein, haben wir keinen Zug mehr, keinen Schuss mehr. Sebastian Vettel. Das war gerade den Red Bull vorbei. Der momentan drittplatzierte Max Verstappen, der ist wahrscheinlich auch, so wie der Gas gibt, ist ja auch noch schnell. So, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Aber jetzt hier nochmal eine schnelle Runde gesetzt bekommen. Diesen Qualifying von Sochi von Russland. Und Verstappen sind wir uns nicht auf der Schnellen, weil der nämlich in die Box jetzt gerade geht. Okay, dann habe ich das falsch schon gesehen, aber ist egal. So, unsere Runde muss jetzt passen. Einen weiteren Versuch werden wir nicht kriegen. Wenn wir die Reihe nur ungültig haben, haben wir unseren Schuss weg. 30 seconds left in the session. Ein bisschen runterschalten, damit ich nicht da so weit rauskomme. Hat gepasst auf jeden Fall in der Kurve. Ein bisschen Vorsprung nehmen wir mit, dann ist 5:4. Momentane Bestzeit. Sektor 1 ist violett. Ich passe jetzt hier ein bisschen auf, dass ich nicht zu sehr über die Curves räuber, um die Runde nicht ungültig zu bekommen, denn weil jetzt, ihr seht es nämlich gerade um eingeblendet, das Qualifying ist eigentlich offiziell durch von der Zeit her, aber die schnellen Runden zählen noch, also unsere Runde zählt noch. Mal gucken, was die Ferrari da vorne machen. Ob die, die wollen natürlich auf der schnellen Runde noch sein. Ricciardo, Sainz sind jetzt Plätze 4 und 5. Max hat Vorsprung über eine halbe Sekunde. Ja, das ist jetzt aber gerade eher uninteressant, ob die Strecke zurück trocken ist. Weil die kann nicht ganz unwichtig sein, diese Zeit, um Pole zu holen. Lewis ist auf der Strecke, aber ich glaube, der hat keine Pole geholt. Er hat seine Runde nicht verbessern können. Vettel jetzt auf 4, wir verbessern uns nochmal ordentlich. Und holen uns die Pole an diesem Samstag im Regen von Russland.
Also dominiert haben wir es nicht, weil das dritte freie Training natürlich mit Platz 11 oder 12 abgeschossen ist. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Ja, Hamilton und Max Verstappen. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ja, ich habe so viele Strafen. Mal gucken, was es an Strafen geben wird. Wir werden keine kriegen, ausnahmsweise mal. So, machen wir so. Das Wetter ist während des Qualifyings nicht ideal gewesen. Was sagen Sie dazu? Haben Sie irgendwelche Kommentare zu diesem Team? Ja, kann nicht unwahr, auf jeden Fall. Klasse, das war dann alles. So. Dann haben wir's für heute mit dem Training. Ob wir das im Rennen umgebastelt bekommen oder hinbekommen, wie auch immer. Ja, das sehen wir uns in der nächsten Folge an und da freue ich mich drauf, für einen 13 Runden hoffentlich einen neuen Weltmeister küren zu können. Bis dahin und tschüss.